Ja, hallo, jetzt kommen wir zu einem neuen Part von Life is Strange. Ich habe heute schon einen Part aufgenommen vor ein paar Stunden. Dachte mir, ja, komm, ey, es macht so Spaß. Ich nehme jetzt kurz vom Pen nochmals den Part auf. Wir waren zuletzt im Blumenladen und haben da die Großmutter von der Aber ich Eleanor Leffy gesehen. Ja, die Großmutter von sehe ihn nicht. das, was ihr hier hört, könnt ihr getrost überspringen. Das haben wir am Ende noch kurz gehört von Riley, genau. Und ja, wir haben herausgefunden, dass sie wohl an Demenz leidet. Haben wir ihr ein bisschen geholfen. Sie hatte noch einen Blumenstrauß vorbereitet für Chat. Und wir lesen jetzt kurz mal hier die Nachrichten durch, wie immer zu Beginn. Steph hat geschrieben: Hey, glaubst du, du kannst vorbeikommen? So, ich werde es versuchen, kein Druck. Ja, das hat sie auch noch. Also wir müssen kurz im Laden vorbeikommen. Nichts Wichtiges. Charlotte, danke, es tut mir so leid. Vielen, vielen Dank. Geht klar. Kannst du in der Apotheke vorbeischauen? Ja, in der Vielleicht Apotheke bei der waren wir ja Brücke? schon. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um, habe ich gesagt. Unter der Brücke hieß es, müssen wir vorbeischauen. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Wir wollten zuerst ja noch ein bisschen die Stadt hier erkunden, das Dorf. Mal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich verstehe es einfach nicht. Das Sightseeing muss erstmal warten. Ich muss jetzt zu Mac. Ja, genau das Drei Tage, die machen Mutter wir aber öffnen, trotzdem. kommen wir über die Runden. Wir schauen Und da mal ein das bisschen war's? Wir vorbei. kommen über die Runden und mehr nicht? Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Mädchen Zeit auf habe. der Bank? Nö. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Ja, genau, aber wo ist denn da. Ah, das ist da im Steph wollte, dass ich im Plattenladen. Plattenladen vorbeischaue, wenn Ja, ich Zeit Alex, habe. ist mir klar, mein. Wir sind ja schon auf dem Weg. Schauen, ob Rick auch da ist oder Steph nur wollte, Riley. dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, Alex. Typ im Hoodie. Auf der Suche nach Trennungssongs, ha? Huh? Der arme Kerl. Da ist sie doch. Ich bin froh, dass Gabe sie überredet hat, zu bleiben. Klopfen. Hey, danke, dass du gekommen bist. Ich habe nur kurz Zeit, aber. Hast du mit Ethan geredet? So, sorry, Freunde, ich musste jetzt das Mikro noch ein bisschen höher schalten. Ich hoffe, ihr habt mich gehört. Wie alt ist jetzt die Aufnahme? 3 Minuten. Joa, das passt. Ich hoffe, ihr habt mich gehört. Ich habe nichts Wichtiges bisher gesagt. Die Sache nimmt ihn echt mit. Ich hatte den Aber Pegel danke. heute ein bisschen runtergestellt wegen Bernie, weil ich mit ihm in einer Party war. Und er meinte, ich bin super laut. So, ich hoffe, es passt jetzt. Und ja, jetzt störe ich nicht mehr, wenn ihr hier den Dialog Nach hört. unserem Spiel heute Morgen habe ich nachgedacht. Was, wenn Ethan auch so etwas braucht? Etwas, das Spaß macht, das ihn ablenkt. Sowas wie ein Lab. Wie das, zu dem du und Gabe ihn mitnehmen wolltet? Ja, aber zugeschnitten auf ihn und Thanor. Meinst du, wir kriegen das hin? Das wird nichts mega krasses, aber trotzdem cool. Aber du musst mir dabei helfen. Es muss ihn so richtig umhauen. Du hast doch einen von Ethans Comics, oder? Und? Was denkst du? Wen würde der berühmte Monsterjäger am allerliebsten bezwingen? Boah, wen wir lieber bezwingen würden, oder dann Ethan? Du
Ich finde den Lenken, komm. Sturmbringer sieht wie ein würdiger Gegner aus. Ich stimme für ihn. Nehmen sich jetzt okay. Beide nicht viel. Oh, ich muss jetzt wieder rein. Ich habe alles in meinem Notizbuch. Guck's dir mal an und hilf mir bei der Auswahl. Klar, ich schau mal rein. Hey Leute, da bin ich wieder. Das war ein Phone-Tap mit ihrer neuen Single Elephant in the Room. Gleich geht's hier weiter mit Brandon. Bald finden Thanos Abenteuer im echten Leben statt. Das Frühlingsfest steht vor der Tür. Gesponsert von der Typhon Minengesellschaft. Der Eintritt ist dieses Jahr gratis, also bringt eure Freunde und Familie mit. Time to pay a visit to an old friend, snap, or should I say an old enemy? Ja, ihr könnt sie selbst lesen, you don't know. Ah, ich glaube, ich muss da nicht immer aufs Lesen gehen, oder? Das habe ich letztes Mal gemacht. Ja, ich kann trotzdem, wenn ihr wollt. Ich blende es immer kurz ein, dann könnt ihr Pause drücken. Zuerst ein bisschen länger, dann könnt ihr es hier anschauen, die Bilder, den Text. Dieses Jahr ist alles möglich. Trinkvogel haben wir letztes Mal schon gesehen. Schlagzeug auch. Die neunte Wächterin ist cool, aber nicht so cool wie Thanor. Chrissy sieht süß aus. Es wäre falsch, den Hund von jemand anderem zu beanspruchen. Oder? Well, lass uns doch einfach Freunde sein. Ja, mit der hatten wir vor ein paar Parts auch Beef ein bisschen. Mit ihrem Spielzeug konnten wir sie dann zum Glück wegbewegen. Privatwirtschaftliche Förderinteressen stellen ihren Gewinn über die Gesundheit ihrer Familie. Was du nicht sagst. Ah, die Rückseite noch. Gelegenheit vielleicht zu nahe, um unvoreingenommen zu sein. Aber scheiß drauf. Ja. Aber da gibt es wahrscheinlich irgendwie eine Abstimmung, ob die weiter da was auch immer fördern können in den Minen. Sind das Kohleminen? Hm, ich weiß es nicht, was da in Colorado in den USA in den Minen ist. Die Piratenpfirsiche sind doch ein Erfolg, weißt du? Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Ja, die Brücke hieß es. Aber ich will da jetzt mal noch ein bisschen schauen, ob wir noch irgendwas anderes sehen. Vielleicht, wie gesagt, irgendein. Das heißt ein Easter Egg oder sonst was. Ich kann mir vorstellen, dass Gabe sich darauf abfeiert, dass er es in die Zeitung geschafft hat. Okay, Untersuchung. Wegen unserem Bruder, wegen dem Unfall. Tod. Da noch irgendwo irgendwas? Ah, Riley ist hier. Okay, interessant. Gehen wir mal zu ihr hin. Sie wird ganz schön aufgebracht. Hey, Riley. Alex. Hey. Du und Eleanor steht euch nah, oder? Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt, aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst?
Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Kommt sie denn ohne dich klar? Sie ist ziemlich zäh. Aber ich mache mir schon manchmal Sorgen um sie. Sie wird älter. Okay, also sie weiß und wahrscheinlich noch nichts von der Demenz, oder? Ja? Ich glaube, dass du ihr im Laden hilfst, macht sie sehr glücklich. Ja. Geht mir genauso. Ja. Okay, wir sagen ihr, oder? Ja, komisch. Der Streit zwischen Mac und Gabe wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist, wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Glaubst du, er sagt die Wahrheit über den Anruf? Dass Gabe gar nicht anrief? Nein, es ist nicht so, dass... Sorry. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Ja, okay, oder? Okay. Ich weiß, du und Gabe wart befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Schön, dass er dich hatte. Danke, Alex. Wirklich. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Ich will Riley nicht bedrängen, aber ich muss mehr über Mac wissen. Wie bringe ich sie dazu, sich zu öffnen? Ja, da musste ich gerade schauen, dass ich nicht gemutet bin, aber es hat gepasst. Also generell nicht den ganzen Part schon. Aber nee, das... passt alles, weil das MBMX hat halt auch noch einen eigenen Mute-Schieberegler. Wobei ich nicht immer weiß, ob der hundertprozentig funktioniert, weil ich glaube, bei Bernie gab es auch schon so ein bisschen Probleme, dass er gemutet war, aber dann irgendwie doch nicht. Bei mir habe ich das jetzt bisher noch nicht bemerkt, aber ja. Ich mute halt auch meist, gerade an der Konsole über den Controller, das ist super. Beim PS5-Controller dieser Mute-Button, der noch leuchtet. Richtig gut gelöst. Und da ist Mac. Ja, interessant. Mac? Alex. Lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Gabe geschehen ist. Boah, sie geht ganz schön aggressiv vor. Mir die Freundin wegzunehmen, reicht dir noch nicht? Jetzt willst du mir auch noch den Tod von Gabe anhängen? Ja, okay, jetzt sind wir aggressiv drin, oder? Ich weiß, dass du liebst. Spar dir die Show. Ich weiß, dass du wegen dieser Nacht lügst. Du weißt nichts. Mac, komm schon. Er war mein großer Bruder. Ich kann nicht. Er hat vor irgendetwas Angst. Wenn ich es schaffe, das zu nutzen, komme ich vielleicht an die Wahrheit. Ich sage immer noch, es hat mit der Mutter, Großmutter von seiner Freundin Riley zu tun. Dass die den Anruf bekam, das vergaß. Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Brian, jetzt sogar Riley. Scheiße! Selbst Riley? Ist etwas mit ihr passiert? Wir sind hier fertig.
bisher noch nicht oft genutzt. Ich kann ja mal in diesen Modus gehen, wo ich sehe, wie die Leute drauf sind. Ich muss die Wahrheit erfahren. Jetzt sprechen bringt nichts. Ich muss etwas finden, was ihn aufregt. Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Ryan, jetzt sogar Riley. Scheiße! Ja, das ist scheiße. Sagst du ganz richtig. Wo sollten wir hingehen? Okay, wir haben noch Nachrichten bekommen. Okay, also wir sind ein Engel, hat Eleanor sich noch bedankt, dass wir ihr geholfen haben, und Steph schreibt, ja, nix, nur dass wir, danke, dass du hergekommen bist, und wir schreiben, ja, alles klar, easy. So, zu erledigen, mit Riley über Max Angst sprechen, Notizen, Besuch Steph im Plattenladen, Besuch die Apotheke, fülle Steffs Notizbuch aus. Steffs Notizbuch. Ah, wir haben da im Shop irgendwie was verpennt dort bei ihr. Da hatte ich irgendwie nicht ganz zugehört. Boah, da kamen wieder so viele rein bei Facebook, sage ich jetzt mal. Diesem Netzwerk. Ja, das ist so vieles. Öffentliche Ankündigung. Spiel nicht das Jukebox-Spiel mit Alex Chen. Weil wir da gewonnen haben. Offizielle 2-Stunden-Warnung. Die Typhoon-Mine-Gesellschaft will 2-Stunden-Sprengungen durchführen. Falls Sie sich in einer der markierten Gefahrenzonen befinden, müssen Sie diese jetzt verlassen. Rufen Sie unsere 24-Stunden-Sicherheitsleitung an, falls Sie Fragen oder Anliegen haben. Einer deiner Nachbarn hat den Beziehungsstatus geändert. Riley Leffy ist jetzt Single. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie sich wirklich getrennt hat von Mac. Ja, jetzt haben wir es ja gehört vorher. Charlotte, ich bin stolz auf dich, Liebling. Our Mac. Glückwunsch. Ach, Alter, Glückwunsch. Ja, krass. Chat, wir freuen uns auf eine neue Ergänzung für unsere Angestellten in der Black Lantern vorzustellen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Okay, jetzt sind wir da schon fix oder was? Weiter so, Schwester. Ist jetzt sogar Sinn für Humor. Bin froh, dass du endlich hier bist, Alex. Jason, der Sheriff des Departments. Mir ist übel. Wir von der Typhoon-Minengesellschaft waren schockiert und traurig, von Gabe Chans Tod zu hören. So ein Verlust eines Lebens ist immer tragisch und betrifft viele in unserer Gemeinde. Wir möchten diesen Zeitpunkt nutzen, der Gemeinde zu versichern, dass Typhoon sich wie immer engagiert, den strengsten Sicherheitsrichtlinien in der Industrie zu folgen. Ihre Gemeinde ist unsere Gemeinde und wir kooperieren mit allen polizeilichen Ermittlungen, bis diese Angelegenheit beigelegt ist. Ja, aber da können Sie ja echt nicht so viel dafür, oder? Also wir wissen noch nicht, was mit diesem Anruf passiert ist, aber Unschuldsvermutung. Eleanor Leffy. In all der Dunkelheit, die den Tod eines geliebten Menschen umgibt, ist es wichtig, sich an die guten Zeiten zu erinnern. Also möchte ich eine meiner liebsten Erinnerungen an Gabe Chen teilen. Ich verkaufte ihm einen Blumenstrauß und er gab zu, dass er gerade wieder bei seiner Freundin ins Fettnäpfchen getreten war und es wieder gut machen musste. Ich empfahl ihm ein paar wunderschöne Primeln, aber 15 Minuten später war er zurück. Ich fragte Charlotte, ob ihr Ärger eingehen könnte mit einer Primel, also bin ich wieder hier. Ich fragte Charlotte, ob ihr Ärger eingehen könnte wie eine Primel. Was ein Kerl, hat praktisch unsere Geschäft finanziert. Also hat er immer, wenn es Beef gab, da Blumen gekauft. Ich glaube, daran erinnere mich, schreibt Charlotte. Der Typ wusste immer, wie man ein Zimmer erhält. Jason, Chad, kein Witz. Sonny Anderson, irgendwie so ein Eisladen. Kennt irgendwer einen guten Handwerker? Wir kriegen einfach kein Heißwasser in der Dusche oben. Ich würde dir Ryan anbieten, aber es könnte etwas dauern, bis er wieder fit ist. Ja, verstehe trotzdem. Danke, Chad. Ich habe in Philly als Handwerker gearbeitet. Ich kann ihn es mir ansehen, kostenlos, falls du magst. Nate Langman, kennen wir noch nicht offenbar. Sonny Anderson, Lebensretter.
Sheriff von Gunnison County. Die Sheriffsbehörde. Okay, die Aufnahme läuft noch. Jetzt bin ich gerade sehr verwirrt. Okay. Okay, alles gut, also Aufnahme läuft noch, weil ich habe jetzt gerade rechts oben irgendwie so ein Ding bekommen, ja, irgendwie die Videoaufzeichnung wurde beendet, du kannst eine weitere Video-Ding starten, aber nee, ich glaube, die Aufnahme läuft noch, alles bestens. Ah ja, jetzt hatte ich gerade ein bisschen Verwirrung. Also, der Sheriffsbehörde von Gunnison County arbeitet angestrengt daran, den Bürgern von Haven Springs zu dienen und sie zu beschützen. Falls sie Fragen oder Sorgen haben oder ein Verbrechen oder Vandalismus melden möchten, können sie uns per Telefon oder über unsere Website kontaktieren oder einen Deputy ansprechen. Mark fragt, wann werden die Wanderwege wieder geöffnet? Sheriff schreibt, leider sind die Wanderwege, die wir gesperrt haben, weiterhin Teil einer laufenden Ermittlung. Wir öffnen sie so bald wie möglich. David, können wir es nicht einfach sein lassen? Es war, wo er nicht hätte sein sollen. Er war, wo er nicht hätte sein sollen. Dumm gelaufen. Josh schreibt, jemand ist erpicht, es Taifun durchgehen zu lassen. Ein Mensch ist gestorben. Bedeutet das den Leuten überhaupt nichts? MyBlock, der Autor dieses Posts, hat weitere Antworten deaktiviert. Der silberne Drache, also die Apotheke, der silberne Drache wird in den nächsten Wochen unregelmäßig geöffnet haben. Bitte überprüft die Websites für Details. Ich entschuldige mich für jegliche Unannehmlichkeiten. Riley schreibt, sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann. Chad schreibt, halte durch, du bist nicht allein. Jesse schreibt, ich kann den Laden für dich öffnen, falls nötig, was immer ich tun kann. Chad schreibt, wir werden uns am Mittwoch um 9 Uhr in den Lateran von Gabe Chan verabschieden. Jeder ist willkommen. Bringt das mit, das euch an ihn erinnert. Jason schreibt, ich bringe auch etwas zu essen für alle. Danke, Jason. Riley, boah, das ist ja so viel. Ja. Ja, sie bedankt sich wahrscheinlich irgendwie für die Erinnerungen an Gabe, mehr oder weniger. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Jeff Gingrich. Ja, sie schreibt davon, dass sie eben vor einem Jahr weggehen wollte und Gabe war der Grund, dass sie blieb. Und jetzt hat sie irgendwie immer noch Gründe, hier zu bleiben. Das hat ihr Alex gezeigt. Ja, selbst wenn meine Kicker-Künste, ja, das war beim letzten Mal, das war richtig cool auch mit dem Kicker. Mac hat da was geschrieben. Mac Loudon hat seinen Kommentar gelöscht. Interessant. Boah, da sind ja noch so viele Nachrichten reingekommen. Ich arbeite an einem neuen Abenteuer für Haven. Meldet euch bei mir, falls ihr teilnehmen wollt. Und das wollt ihr. Julia schreibt, welche Verrücktheit erwartet uns als nächstes? Schick mir eine Nachricht und finde es raus. Was immer es ist, ich bin dabei. Wir freuen uns sehr anzukündigen, Haven Springs Immobilien, dass sich bald ein neues Gesicht unserer Gemeinde anschließen wird. Heißt Jack Stevens. Willkommen. Er wird das Restaurant beim Park übernehmen. Hallo alle zusammen. Ich freue mich darauf, euch bald Essen zu servieren. Ja, mal schauen, ob wir den Typen noch kennenlernen. Eleanor Leafy schreibt, willkommen in Haven. Chad schreibt, freut mich, dass du hier bist. Komm jederzeit vorbei, falls du etwas brauchst. Sonny Anderson ist eine Falle, nur ein Witz. Jasmine Cormier hat jemand Tipps für Zähmen wilder Katzen. Ich habe diesen Süßen in meiner Mülltonne gefunden, aber er ist etwas verrückt. Das ist eine Raubkatze, es ist ein Pummelchen. Also irgendwie so ein Puma oder was. Jasmine, das ist kein Streuner, das ist ein Puma-Baby. Sei sehr vorsichtig, sie werden aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlen. Versuch die Tür aufzulassen, vielleicht geht er von alleine. Und wenn du unter meinem Bett bist, Besen? Ich rufe den Tierschutz an. Da hatten wir ja gar nicht mehr so unrecht mit unserem Puma. Hem, ich frage mich, woran Steph arbeitet. Sieht cool aus. Ich sollte ihr eine Nachricht schicken und mehr herausfinden und gucken, ob ich helfen kann. Das hat zufällig nicht was mit deinem letzten Post zu tun, oder? Verflixt, wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, das herauszufinden. Na gut, ich beiße an. Alex schreibt, also wir schreiben, was auch immer es ist, es sieht aus, als wäre das schockierend. Sei still, du.
Und die Apotheke, vielen Dank für eure Geduld in den letzten Tagen. Im Moment ist alles ungewiss, aber wir hoffen bald wieder zu unseren normalen Geschäftszeiten geöffnet zu sein. Weitere Neuigkeiten folgen bald. Josh schreibt, vielen Dank für das Update, freue mich schon auf meinen Einkauf. Riley schreibt, falls du jemanden brauchst, der mit Ethan oder irgendwas anderem hilft, lass es mich wissen. Es war anscheinend noch nicht alles. Okay. Ja, das sind noch zwei weitere Posts. Hund vermisst, mein Golden Retriever ist weggelaufen. Das ist, sie ist sehr lieb. Bitte, bitte sagt Bescheid, falls ihr sie seht. Da haben wir, glaube ich, im Plattenladen, oder? Haben wir da so ein Plakat? Ja. So, ich bin da immer verwirrt. Der Videoclip wird gespeichert. Der läuft immer noch, also ich weiß nicht, was das ist. Ja, genau, also diesen Hund haben wir schon gesehen. Das Plakat, ich glaube, im Plattenladen. Ah, tut mir leid, ich hatte die Haut genommen. Hoffentlich kommt sie gut nach Hause, schreibt Riley. Ryan schreibt, sag vorher Bescheid. Falls du in den Wäldchen noch ihr suchen willst, okay, ich kann dir helfen. Hector schreibt, okay, das werde ich. Ja, hoffen wir mal, dass der Hund gefunden wird. Vielleicht finden wir ihn ja. Und da war noch eine Nachricht. Oder zwei. Haven hat ein Indie-Kino? Beeindruckend. Ja, das ist irgendwie nach dem besten Zombie-Film. Dawn of Dead. Survival of the Dead. Land of the Dead. Night of the Living Dead. Die ersten Personen, die den Text vervollständigt, erhält 10% Rabatt auf ihren nächsten Einkauf, dem Silbernen Drachen. Ja, nur 10, nicht 15, 20% wäre schon ein bisschen nicer. Now I've got a lot of so deep in the pit of my heart. Falls du noch nicht 21 bist, ist dieser Post nicht für dich. Scheiße, woher soll ich das wissen? And each day it grows more and more, schrieb Gabe. Süßer, wir haben darüber geredet. Partner sind nicht berechtigt, an Verlosungen teilzunehmen. Du weißt, bei The Temptations gibt es für mich kein Halten. Okay, neuer Text zur Vervollständigung. Don't hesitate, cause the world seems cold. Stay young at heart, cause you're never, never old. Von Earth, Wind and Fire. Das ist es. Zeig mir einfach diesen Post, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. SMS haben wir durch. Das ist auch interessant, da steht auch viel Neues. Mac und Wut, das hatten wir. Dann Ethan und Angst. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Steph und Trauer. Und Eleanor und Angst. Okay, ich blende euch nochmals alle ein, dann könnt ihr Pause drücken. Ja, diese drei hatten wir auf jeden Fall schon einmal. Ich lese mir die privat auf jeden Fall noch durch. Nee, das hatten wir doch auch schon, oder nicht hier mit der Musik, Steph Trauer. Ich bin nicht sicher. Den auf jeden Fall noch nicht. Erinnerungen. Ah, es dauert mir jetzt ein bisschen zu lange hier. Wir gehen noch mal kurz in den Plattenladen. Hätte ich gesagt, um unsere Notizen da, fülle Steffs Notizbuch aus, zu vervollständigen. Ich weiß jetzt nicht genau, Mac hier, ob wir da noch was rausfinden aus ihm. Deshalb gehen wir mal zurück und wenn, vielleicht heißt er dann, ey, geht da und dahin. Wieder alle Notizen da haben. Ansonsten kommen wir nochmals hierher und untersuchen das alles nochmals, aber für diesen Part könnte das dann auch schon reichen. Wir sind ja, glaube ich, auch schon weit über 20 Minuten, schon wieder Richtung 30. Der letzte Part war richtig lange. Der kann auch mal wieder ein bisschen kompakter sein, aus meiner Sicht. Wie gesagt, wie lange die Parts sind, ist ja eh irrelevant. Ich spiele einfach noch, solange es mir Spaß macht, hier es so zu bringen, privat
Ich könnte mir anschauen, was Steph geplant hat. Nicht so ein langes Projekt. Notizbuch, ja, hier. Ein paar Infos. Das Frühlingsfest steht vor der Tür. Oh. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Sie will, dass ich eine Bardin spiele. Dann bin ich wohl dabei. Fangen wir mit meinem Namen an. Freunde und Familie mit. Oder die Ex. Dieses Jahr ist alles möglich. Alex, wenn your character. Ja, wie nennen wir uns? Alwin, Alto, Alexandra. Alwin. Oder Alvin. Wie wär's mit einer Erinnerung an Ethans alte Freundin? Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfeld klingt cool, aber heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. Ich nehme das Verzerrungsfeld. Wie habe ich Thaenor kennengelernt? In einer düsteren und stürmischen Nacht. Dieses LARP-Ding könnte wirklich funktionieren. Ich kapiere einfach nicht, was LARP genau bedeutet, aber... Irgendwie was mit Roleplay nehme ich mal an, oder? RP am Ende für Roleplay? Live-Action-Roleplay oder so? LARP, Live-Action-Roleplaying. Unglaublich. Was bin ich für ein Gott? Nee. Ja. Wäre mir jetzt echt nicht bewusst gewesen, Live-Action-Roleplay, aber ich dachte LP, ja. RP steht sicher für Roleplay und LA habe ich jetzt mal einfach so ein bisschen in die Luft geraten. So. Notizen haben wir alle. Dann müssen wir jetzt wirklich herausfinden, wir müssen mit Riley über Max Angst reden. Ja, jetzt komme ich draus. Die ist ja bei der Brücke. Nicht bei der Brücke, auf der Bank, meine ich. Das ist ja okay, das ist machbar. Jetzt muss ich aber mal schauen, wie lang alter Part ist. Und ich denke mal, wir können ihn jetzt beenden. 32 Minuten, genau. Das ist der perfekte Zeitpunkt. 32 Minuten. Hoffentlich ist das nicht der, den du mir letztens... Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. So, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.